Heute vor 74 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrationslager in Auschwitz. Und seitdem ist dieser Tag der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Für mich und ich bin sicher für Sie und euch alle, ist trotz der vielen jahrelangen auch persönlichen Beschäftigung mit diesem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte immer noch wirklich unbegreiflich, was von Deutschen und was in deutschen Namen an Menschheitsverbrechen begangen worden sind. Das ist für uns eine dauerhafte Mahnung, nicht nur die Geschichte nicht zu vergessen, sondern auch in der Gegenwart sensibel zu bleiben für die Mechanismen totalitärer Machtergreifung. Das ist die Verantwortung aus unserer deutschen Geschichte. In Europa, auch in unserem Land, gibt es doch Kräfte, die wieder Gesellschaften spalten wollen. Im Jahr 2019 wächst auch der Antisemitismus wieder in Deutschland und Europa. Und das nimmt uns in besonderer Weise in die Verantwortung. Denn Weltoffenheit, Toleranz und Liberalität sind der schärfste Kontrast zu jeder Form der Ungleichheit, Abschottung und Unterdrückung. Und wir haben es nicht geplant, aber es trifft sich trotzdem gut, dass wir an diesem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus unsere Liste für die Europawahl und unser Programm für die Europawahl beschließen wollen. Denn das Einigungsprojekt der europäischen Gemeinschaften bzw. der Europäischen Union, das war doch die Antwort dieses Kontinents auf die Epoche der Bruderkriege. Das war doch die Antwort auf Rivalitäten zwischen Nationen. Und das war doch auch die Antwort auf die Unterdrückung von Minderheiten innerhalb von Gesellschaften. Wenn wir also in diesem Jahr uns auf eine Europawahl vorbereiten, dann auch als geschichtliche Lehre aus Epochen der europäischen Entwicklung, von denen wir nicht wollen, dass sie sich jemals wieder wiederholt. Frieden, Freiheit in Europa, alleine dafür haben sich Jahrzehnte Politik unserer Vorväter in der deutschen und europäischen Politik bereits gelohnt. Vergessen wir das nicht. Diese Besonderheit des europäischen Modells steht unter Druck. Auf der Welt. Staaten wie Russland oder die USA und China haben an einer liberalen Weltordnung kein wirkliches Interesse mehr, wie es scheint. Im Gegenteil, in einer liberalen Weltordnung, die auf Werten basiert, in deren Zentrum Menschenrechte und Kooperation stehen, die nicht den harten Interessengegensatz kultiviert, deren Ressourcen nicht nukleare Kapazitäten oder wirtschaftliche Erpressung sind, sondern die als multilaterale Ordnung auf Verständigung und friedliche Konfliktbewältigung setzt. In einer solchen Ordnung, da sind die Kleinen genauso stark wie die ganz Großen. Und Nationen wie Russland, wie es scheint, wollen genau diese liberale Weltordnung des Multilateralismus brechen, damit sie in den alten Denkstrukturen wieder mit militärischer Macht und mit wirtschaftlichem Druck operieren wollen. Und genau aus diesem Grund wollen wir das europäische Einigungsprojekt verteidigen und wieder revitalisieren. Denn in einer Welt der Rivalität
der Aufrüstungsspirale, der Einschüchterung. In einer solchen Welt werden auch die individuellen Lebenschancen der Menschen beeinträchtigt. Deshalb wissen wir, die besten Entwicklungschancen hat jede und jeder Einzelne in einer Weltordnung, in einer Weltfriedensordnung, in deren Zentrum individuelle Menschen- und Bürgerrechte stehen und wo der friedliche Ausgleich wichtiger ist als militärische Potenziale. Auch von innen. Auch von innen steht das europäische Einigungsprojekt ja in einer besonderen Bewährungsprobe in diesem Jahr. Wir leben in einer Gegenwart, in der in Zentraleuropa wieder Universitäten geschlossen werden sollen und damit die Wissenschaftsfreiheit infrage gestellt wird in Ungarn. Wir leben in einer Gegenwart, wo in Polen Richter aus den Ämtern vertrieben werden. Wir sind in einer Gegenwart, wo in Österreich bei unseren Nachbarn in Ministerien schwarze Listen von Journalisten geführt werden, mit denen die Regierung sich nicht mehr austauschen soll. Also bei diesem Europa, über das wir sprechen, geht es nicht nur um die Gestaltung der Weltordnung. Es geht nicht nur um Tools für irgendwelche politisch-inhaltlichen Vorhaben. Es geht um unseren Way of Life, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht um die Art und Weise, wie wir in unseren Gesellschaften leben. Und deshalb ist es so wichtig, diese Europawahl nicht zu irgendeiner national abgeleiteten Protestwahl zu machen. Es ist eine Gestaltungswahl für das europäische Werteprojekt, die im Mai ansteht. Wir jedenfalls, liebe Freundinnen und Freunde, wir bekennen uns zu einem handlungsfähigen Europa, das in den großen Fragen auch wirklich Verantwortung übernehmen soll. Das unterscheidet uns von manchen unserer Wettbewerber in Deutschland. Die einen, die AfD, die wollen Europa schwächen, die haben gerade mal verhindern können den Beschluss, dass Deutschland aus der Europäischen Union austreten soll. Entschieden haben sie jetzt dafür, dass das Europäische Parlament abgeschafft werden soll. Ich kann nur sagen, eine Partei, die das Europäische Parlament abschaffen will, die sollte zu seiner Wahl überhaupt gar nicht erst antreten. Und dann gibt es einen anderen Wettbewerber von uns, Bündnis 90 Die Grünen. Die sind durchaus wohl europäisch. Die wollen alles vergemeinschaften, was Geld kostet. Risiken, Schulden, Finanzen, Arbeitslosenversicherung, alles soll vergemeinschaftet werden. Da habe ich Bedenken, da haben wir Bedenken, liebe Freundinnen und Freunde. Denn auch Baden-Württemberg mit einem grünen Ministerpräsidenten übernimmt nicht die finanzpolitische Verantwortung für Bremen. Und zwar nicht, weil die Baden-Württemberger jetzt keine guten deutschen Patrioten wären, sondern weil es auch eine Erfahrung aus der Menschheitsgeschichte, eine ökonomische Weisheit ist. Wer handelt, muss auch haften. Wer Geld ausgeben will, muss es vorher verdienen. Und wenn die finanzielle Verantwortung verwischt wird, dann wird die Illusion genährt, jeder könnte auf Kosten aller leben. Das führt aber nicht zu Prosperität, sondern das ist der direkte Weg in Verarmung, liebe Freundinnen und Freunde. Also über die Vorschläge der Grünen sprechen wir an dem Tag, an dem Winfried Kretschmann mit Baden-Württemberg in die finanzielle Haftung für Bremen eintritt. Vorher macht das keinen Sinn. Wir wollen also ein Europa, das handlungsfähig in den großen Fragen ist, wo wir Mehrwert durch Gemeinsamkeit bekommen. Und auch da will ich mich in der Eröffnung nur auf einen einzigen Punkt aus aktueller Veranlassung konzentrieren. Das ist die Klima- und Energiepolitik. An diesem Wochenende wird diskutiert oder beginnt die Diskussion um den Kohleausstieg im Jahr 2038. Gab es eine Kommission, die hat jetzt dieses Zieldatum gefunden. Damit hier kein Zweifel aufkommt, der Kohleausstieg ist längst unausweichlich beschlossen. Der kommt. Das hängt mit den europäischen Klimazielen und dem Paris-Abkommen zusammen. Wir haben einen europäischen CO2-Zertifikatehandel, der im Bereich der Energiewirtschaft auch bestens funktioniert.
Niemand in Deutschland würde mehr ein neues Kohlekraftwerk bauen. Das rechnet sich nicht und das Ende ist absehbar. Das heißt, es gibt gar keine Veranlassung, über einen solchen Kohleausstieg mit fixem Enddatum nachzudenken. Er wird nur jetzt enorm teuer, weil er am grünen Tisch planwirtschaftlich veranlasst wird. Er wird viel teurer als gedacht. Milliarden an Zahlungen aus dem Bundeshaushalt, die gar noch nicht im Einzelnen finanziell quantifiziert sind, stehen uns in den nächsten Jahrzehnten an. Die Energiepreise in Deutschland, die ohnehin bereits besonders teuer sind, werden sich weiter verteuern. Und das, obwohl wir jetzt ja schon sehen, dass sich unser konjunkturelles Klima erkaltet. Das heißt, sehenden Auges beschließen wir etwas, was nicht erforderlich ist, was aber besonders teuer ist und besonders belastend für Wirtschaft, Arbeitsplätze in Deutschland. Eine solche Politik, die dem Klima nicht zusätzlich nützt, die nur besonders teuer ist, eine solche Politik kann man nur erklären mit Ideologie, liebe Freundinnen und Freunde, und nicht mit naturwissenschaftlichem Sachverstand.